Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Österreichischen Nationalbank und herzlich willkommen auch zu den Zuschauern von hier aus, die uns am Internet, also via Livestream, also mitverfolgen. Wir präsentieren Ihnen heute den Finanzmarktstabilitätsbericht, Financial Stability Report 39. Und wir, das sind die Frau Dr. Ritzberger-Grünwald, unsere Chefökonomin, Herr Gouverneur Holzmann, Herr Vizegouverneur Haber und ganz auf der rechten Seite Herr Direktor Philipp Redding, den ich ganz besonders begrüße. Er ist heute das letzte Mal in einer Pressekonferenz mit uns. Sie werden uns fehlen, Herr Direktor Redding. Wir beginnen wie immer mit den Präsentationen und ich darf Herrn Holzmann bitten, Herr Gouverneur, bitte beginnen Sie. Danke vielmals, Herr Gutlederer. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Präsentation des Financial Stability Reviews. Nummer 39, er steht wohl im Vorzeichen der Covid-19-Krise, einer der schwersten, wenn nicht die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, die es aber Österreich bisher sehr gut gelungen ist, vergleichsweise zu bewältigen. Wie in der Vergangenheit werde ich als Gouverneur die Einleitung machen mit einem bisschen Blick auf eine der globalen Entwicklungen, sowohl auf den Märkten als auch im Bereich der Politik. Und da wir uns mitten in der Quiet Period befinden, also die Periode vor dem Geldpolitischen Rat in Frankfurt, der morgen elektronisch dort beginnt, darf ich bereits darum um Verständnis ersuchen, dass ich keine Aussagen zur aktuellen Geldpolitik oder Fragen beantworten kann. Nach meiner Präsentation wird Herr Vizegouverneur dann die Situation des Finanzsektors darstellen, bevor dann die Chefökonomin Ritzberger-Grünwald als auch der Direktor der Hauptabteilung dann die Details eingeben. Es wurde schon erwähnt, aber ich möchte es trotzdem mal tun. Es ist für Herrn Redding ein besonderes Ereignis, es ist die 25-jährige Pressekonferenz des Stability Reports und damit auch ein sehr schöner formaler Abschluss einer sehr erfolgreichen Karriere, die ihn von internationalen Organisationen in Genf über Geschäftsbanken zur ÖNB geführt haben. Und ich darf an dieser Stelle ihm auch alles Gute für seine nächste Karriere wünschen und ihm für seine gute Arbeit danken. Und damit kommen wir zu der ersten Slide von den vier, die ich ausgesucht habe. Die versucht ein bisschen die geldpolitischen Hintergründe und Wirkungen aufzuzeigen. Die linke Grafik zeigt Ihnen, dass sowohl in den USA rot als auch in Deutschland bis zum März ein Sinken der Renditen, also jener zehnjährigen Staatsrenditen, die man so als sichere Assets betrachten kann, stattgefunden hat. Das aber in der Folge dann aufgrund der Unsicherheit von Covid es einen abrupten Anstieg der Renditen gab. Das ist in der linken Grafik der zweite Teil dabei. Und dass aber das entschlossene Eingreifen sowohl in Europa als auch in den USA dazu geführt hat, dass die Renditen wieder gesunken sind. Und in Summe lagen sie die Renditen dann einiges, 53 Basispunkte in den USA und 22 Basispunkte in Deutschland unter dem Wert von 18. März. Die rechte Grafik zeigt Ihnen die Spreads, also die Abweichungen der Renditen von, wenn man will, etwas schwächeren europäischen Ländern von den Vergleichsland Deutschland gegenüber. Und Sie sehen, wie es im März, beginnend mit Februar, einen starken Anstieg der Renditen gab, der durch die erste starken Intervention der EZB am 18. März durch das BEP bereits abgeschwächt werden konnte. Dann gab es in der Folge eine Reihe von weiteren Maßnahmen, die aber nicht verhindert haben, dass es einen Anstieg der Renditen wieder gab, bevor dann zwei Dinge passiert sind. Auf der einen Seite, dass es einen Vorschau gab. Es gab den deutsch-französischen Vorstoß, der stattgefunden hatte,
Und es gab auch Maßnahmen, wo es zu einem Grandfathering der Bonitäten von Anleihen gekommen ist. Und dann gab es die Aufstockung des BEPS am Beginn vom Juni, die letztendlich dazu führen, dass die Spreads fast auf die Höhe vor der Zeit zurückgegangen sind. Es bleiben noch einige kleine Differenzen übrig. Aber der Geldpolitik ist es gelungen, die Unsicherheit auf den Märkten und die Unsicherheit über die Bonität von einzelnen Ländern hintanzuhalten. Und damit komme ich zur zweiten Slide, die versucht zu zeigen, dass das nicht nur für den Anleihenmarkt galt, für die zehn Staatsanleihen, und hier haben Sie Österreich und Deutschland, sondern dass das Gesamte auch gilt für Unternehmensanleihen, für den Euroraum, auch für die zwei wichtigen Aktienindex, den Eurostock als auch den ATX dabei. Man sieht überall, dass es vor dem Eingreifen der EZB beträchtliche Erhöhungen gab, was bedeutet, dass auch die Staatseinlagen danach noch höher sind, als sie vorher gewesen sind. Das heißt, eine Reduktion, Stabilisierung konnte stattfinden. Man kehrt ja nicht zurück. Gilt auch für die Unternehmensanleihen, ganz einfach, weil es einen hohen Bedarf an Finanzierung gab und gibt, sodass am Ende, oder das endet am Beginn jetzt Juni, 10. Juni, noch immer höher liegen als im Februar, wenn auch gering. Und dass die Aktienkurse stark nach unten ging. Es fand eine Erholung statt. Der Rückgang war zum Teil beträchtlich, die Erholung auch, aber ist noch weit davon von den hohen Werten entfernt. Nächste Slide. Und das Gesamte war geschuldet und jetzt zwei Slides über etwas Details der Intervention, die stattgefunden haben. Sie sehen hier wieder zum Vergleich, dass bei den Wertpapierankäufen, die vorher stattgefunden haben, das BSBB-Programm oder das ABB-Programm, das dann am Beginn Jänner endete mit den Neukäufen, dass dieses Programm dann durch neuere ABBs, aber vor allem durch das BEP beträchtlich ausgeweitet wurde und die einzelnen Dinge, die Elemente, die stattgefunden haben, weisen darauf hin, in welchem hohen Maße hier geldpolitisch versucht wurde, über Liquidität, aber auch die Marktberuhigung hier einzuschreiten, um auch den Deflationsproblemen gegebenenfalls entgegenstehen zu können. Mit dem ABB-Programm am 12. März, das BEP-Programm am 18. März und schließlich, dass eben auch die nochmals die BEP-Beträge um weitere 600 Milliarden angehoben wurden. Und die letzte zu den geldpolitischen Maßnahmen ist auch ein wichtiger Punkt, weil es in der Diskussion sehr oft vergessen wird. Das ist als Teil des Programmes wurde in einem hohen Maße die Liquidität des Bankensystems erhöht durch die Tendergeschäfte oder dem Titel Debt Throw, also die gezielten Targeted Long-Term Refinancing Operations. Und diese haben in der dritten Version 3, Deltro 3, die mit Frühjahr dieses Jahres, Frühsommer dieses Jahres eingesetzt wurden, zu einer beträchtlichen Liquiditätserhöhung im Rahmen des Bankensektors geführt. Allein Deltro 3 in der letzten Version hat nun insgesamt das Programm um über 1.300 Milliarden erhöht, von denen, wenn man jetzt abzieht, dass es hier Refinanzierung und Rückgabe von alten Deltros gab, über 500 Milliarden Euro dem Bankensystem zur Verfügung gestellt hat. Und das Gesamte auch zu sehr, sehr günstigen Zinsen. Das heißt, den Banken können sich zu einem Minuszinssatz von 1% verschulden und damit den Kunden, vor allem gedacht auch für Mittel- und Kleinbetriebe, sehr viel Geld, sehr viel Kredite sehr günstig entgegenstehen. Was auch bedeutet, diese 1% müssen ja von den Nationalbanken finanziert werden, dass es einigermaßen an Belastung für die Bilanz der Zentralbanken und der Nationalbanken dann eben darstellt. Und damit darf ich an den Herrn Vizegouverneur weiterleiten. Danke sehr. Danke, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf die Gelegenheit auch benutzen, mich bei Direktor Magister Redding für die gute Zusammenarbeit, für die unmittelbare Zusammenarbeit bedanken. Er ist im Jahr 2008 zu uns gekommen und das Jahr 2008 war ja bekanntlich auch ein turbulentes Jahr auf den Finanzmärkten. Er hat also hier in den letzten mehr als 12 Jahren sehr viel miterlebt. Ich darf damit zur aktuellen Situation kommen. Sie wissen und Sie sehen, dass die Covid-19-Krise gerade in der Anfangsphase massiven Stress auf den Finanzmärkten ausgelöst hat. Allerdings sehen wir anhand des Stressindikators, dass die Gegenmaßnahmen wirksam waren und dieser Stress sich mittlerweile reduziert hat. Wenn Sie sich die linke Grafik anschauen, da sehen Sie ganz links die Entwicklung des AFSI, das ist der Austrian Financial Stress Index, der aus verschiedenen kapitalmarktbasierten Indikatoren ausgerechnet wird. Die Vergrößerung zeigt, dass es zu Beginn der Krise hier einen massiven Anstieg dieses Finanzstress gegeben hat, der sich aber jetzt in den aktuellen Zahlen glücklicherweise wieder reduziert. Teil dieser Gegenmaßnahmen, die ich erwähnt habe, sind auch die entsprechenden Stundungen, also Kreditmoratorien auf freiwilliger und auf gesetzlicher Basis sowie Staatsgarantien, die hier zu Liquiditätsstressreduktion beigetragen haben. Sie sehen das in der rechten Grafik. Die wichtigsten Zahlen dazu oder vielleicht vorab die Berechnungsgrundlage. Diese Zahlen, die Sie hier rechts sehen, die basieren auf einer freiwilligen Meldung von 13 Einzelbanken und 6 Banksektoren, die hochgerechnet werden. Wir decken damit aber 86% der Unternehmenskredite und 78% der Haushaltskredite ab. Das ist also ein durchaus sehr reliabler, guter Indikator. Sie sehen, dass das aushaftende Volumen bei Krediten mit freiwilligem Kreditmoratorium in der Kalenderwoche 26 sind das die Zahlen 22 Milliarden Euro betragen hat. Sie sehen bei den gesetzlichen Moratorien 8,6 Milliarden Euro. Das heißt, in Summe sprechen wir hier von knapp 31 Milliarden Euro Volumen, die durch Stundungen insgesamt, sowohl gesetzliche als auch freiwillige Stundungen, umfasst sind. Wenn man das in Relation setzt zu dem Gesamtvolumen der aushaftenden Kredite an den privaten Sektor, dann bewegen wir uns da bei rund 10% des Kreditvolumens, das hier entsprechend gestundet wurde. Damit komme ich auch schon zur nächsten Folie, zu einer Szenarioanalyse. Und wie bei allen inhaltlich spannenden Berechnungen, vielleicht ein paar Worte dazu, wie sie zu interpretieren sind, bevor wir sie interpretieren. Es handelt sich um eine Szenarioanalyse, das heißt, in der aktuellen Situation sind selbstverständlich exakte Prognosen sehr, sehr schwierig. Nicht deswegen, wie es ja bei den Wirtschaftswissenschaftlern flapsig immer heißt, weil Prognosen so schwer sind, weil sie die Zukunft betreffen, sondern weil viele Zeitpfade in der Zukunft derzeit nur nach bestem Wissen und Gewissen beurteilbar, ansetzbar sind, aber hier noch gewisse Unsicherheiten existieren. Was wir gemacht haben ist, wir haben ein realwirtschaftliches Modell kombiniert mit den Stresstestmodellen, die es bei uns gibt und haben auf Basis verschiedener Szenarien analysiert, was wäre denn gewesen, wenn die Covid-Krise nicht stattgefunden hätte, welchen Effekt hätte das über realwirtschaftliche Vorgänge, über Unternehmensvorgänge, über Unternehmenskredite bis hin zu Kreditausfällen gehabt und welchen Stress hätte das für die Kreditinstitute nicht verursacht? Also wie hätte sich die Kapitalausstattung der Institute entwickelt, wenn Covid nicht stattgefunden hätte? Und da sehen Sie diese blaue Linie im oberen Bereich, einen Anstieg der harten Kernkapitalquote. Das ist für uns immer ein zentraler Indikator der Kapitalausstattung. Wir hätten also in den nächsten Jahren hier einen permanenten weiteren Anstieg und eine weitere Verbesserung der Kapitalausstattung, die sich übrigens in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat und damit zur Krisenresilienz massiv beiträgt, beobachtet. Spannend sind jetzt die rote und die grüne Linie, die Sie hier sehen. Hätte nämlich es keine Gegenmaßnahmen gegeben, dann würde in dieser Szenarioanalyse, wie gesagt mit allen K-Werts, die man hier anmerken muss, hätte es eine entsprechende Reduktion gegeben, eine Reduktion der harten Kernkapitalquote, die
stärker ausgefallen wäre, das ist die grüne Linie, als in unserem Szenario, das ist die rote Linie, wo die Reduktion der Kapitalquoten sich auf rund 200 Basispunkte bewegt. Diese Reduktion in dieser Szenarioanalyse zeigt, dass das ein schwerer Schock ist, der stattfindet. Wir wissen alle, es ist realwirtschaftlich ein schwerer Schock. Es ist auch ein starker Schock hier, der sich auf die entsprechenden Kapitalquoten in Form von 200 Basispunkten niederschlägt. Aber man sieht auch im Gesamtkontext, und das ist besonders wichtig, das ist ein für das System und auch für die Einzelbanken verkraftbarer Schock. Und ich möchte noch daran erinnern, dass wir auch in der Vergangenheit immer exzellente Befunde ausgestellt bekommen haben für den österreichischen Finanzmarkt und dessen Stabilität, für das Bankensystem, auch für eine funktionsfähige und umsichtige Aufsicht, wo auch im Falle von schweren Schocks noch vor einigen Monaten der IMF uns eine sehr hohe Krisenresilienz vorhergesagt hat. Und genau diese Krisenresilienz macht sich hier auch bemerkbar in dem Szenario. Auch diese Reduktion in der Szenarioanalyse bei den Kapitalquoten stellt keine Gefährdung für Einzelbanken oder für das gesamte System dar. Zweite Nachricht aus dieser Analyse, ich habe es schon kurz erwähnt, ist, hätte es keine Gegenmaßnahmen gegeben, keine entsprechende Gegensteuerung auf wirtschaftspolitischer Ebene und auch mit Hilfe des Bankensystems, dann wäre auch der Effekt für das Bankensystem noch größer gewesen. Damit komme ich zur nächsten Folie. Kapitalpuffer haben daher eine wichtige Stabilisierungswirkung. Allein aufgrund nationaler makroprudenzieller Maßnahmen, da sprechen wir vom Systemrisikopuffer und vom sogenannten OSI-Puffer, stehen den Banken 19 Milliarden Euro an entsprechenden Puffern zur Verfügung in Form von hartem Kernkapital, CET1, um hier auch auf diese Krise entsprechend reagieren zu können. Das Finanzmarktstabilitätsgremium, das FMSG, hat diese Kapitalpuffer auch weiterhin bestätigt in ihrer Notwendigkeit. Die Puffer, und das kann man anhand von Analysen zeigen, tragen auch zu entsprechend guten Refinanzierungskonditionen für österreichische Kreditinstitute bei. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der guten Aufstellung in Form von einer guten Kapitalausstattung und der Marktposition bei Refinanzierung von Kreditinstituten. Man sieht auch, dass der Systemrisikopuffer und der OSI-Puffer, der eine ist für Risiken, die vom System auf die gesamten Banken ausgehen. Der OSI-Puffer ist der Puffer, der abdecken soll, dass große Banken auch ein Risiko für das System darstellen können. Beide Puffer sind so skaliert, dass sie eine hohe Resilienz des Systems sicherstellen. Und wir werden mit Ende des Jahres durch die Umsetzung von CRD und CRR entsprechende Additivität bei diesen Puffern haben. Das Finanzmarktstabilitätsgremium hat sich dafür ausgesprochen und die Empfehlung abgegeben, dass diese Puffer in Summe unverändert bleiben. Das heißt, nach wie vor auch hier die Gesamtpuffererfordernisse auch trotz des neuen Rechtsrahmens nicht steigen werden. Zu den Empfehlungen darf ich später noch ein paar Worte geben. Damit darf ich jetzt aber überleiten zum realwirtschaftlichen Teil und zur Frau Doris Ritzberger-Grünwald. Der Herr Vizegouverneur hat gesprochen, realwirtschaftlich erleben wir gerade einen schweren Schock. Und wir in der Volkswirtschaft versuchen, diesen Schock möglichst gut abzubilden, nachzubilden, um nicht nur um ihn analysieren zu können, sondern auch um notwendige Maßnahmen hier zielgerechter entwickeln zu können. Sie kennen den wöchentlichen BIP-Indikator in dem Zusammenhang, den wir aus tagesaktuell verfügbaren Konjunkturdaten wöchentlich berechnen. Das sind Daten wie Lkw-Fahrleistungen auf Österreichs Autobahnen, Stromabnahme, Arbeitsmarktdaten, Finanzmarktdaten und aus ÖNB-Sicht ganz besonders wichtig und vielleicht leichter zugänglich als für andere Daten zum Zahlungsverhalten der Österreicher und Österreicherinnen. Und aus dem haben wir diesen Indikator entwickelt und der zeigt uns, dass es Österreichs Wirtschaft jetzt schon deutlich besser geht als unmittelbar im Lockdown. Das ist diese rote Linie. Wir liegen derzeit um ca. 7% unter dem, was wir ohne Covid hätten, was die österreichische Wertschöpfung betrifft. Am ganz zu Beginn des Lockdowns lag das bei minus 25%.
Wir können auch jetzt schon etwas über das zweite Quartal sagen. Österreichs Wirtschaft lag im zweiten Quartal um 14,5% unter einem Szenario ohne Covid. Und vor dem Hintergrund ist das in gewisser Weise eine gute Nachricht für die Treffsicherheit unserer Prognose, die wir im Juni gelegt haben. Das schaut gut aus, dass wir hier heuer diese Prognose relativ treffsicher abgeliefert haben für minus 7,2% für das heurige Jahr. Nein, ganz kurz nochmal zurück. Ich wollte noch etwas sagen, was treibt diese Lücke, ja? Und wie schließt sie sich und warum schließt sie sich und wo schließt sie sich? Zu Beginn, unmittelbar nach dem Lockdown, wie die Geschäfte wieder geöffnet haben, war insbesondere der private Konsum, der das Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt hat. Jetzt sehen wir steigende Exporte und wir sehen auch eine Belebung des Tourismus. Also gerade jetzt, in diesen Tagen, in diesen Wochen, mit der Öffnung der Grenzen, hat der Tourismus wieder begonnen in vielen Regionen Österreichs. Und wenn man sich die Ausgaben anschaut, dann können wir sagen, die Ausgaben ausländischer Gäste liegen in etwa bei der Hälfte des Vorjahres. Also immer noch ein großer Gap zu einem Szenario ohne Covid, aber doch eine ganze Reihe von Positivmeldungen in Richtung, die Lücke schließt sich und die Wirtschaft kommt wieder in Gang. Wir haben uns nicht nur diese Zerlegung angeschaut, der VGR, sondern wir haben uns auch angeschaut, die einzelnen Sektoren. Auch wieder wichtig im Hinblick auf die Maßnahmen, die gesetzt worden sind in diesem Land, um sie punktgenauer, zielgerichteter setzen zu können. Und bei den Sektoren, das ist das Ergebnis einer Input-Output-Analyse, sieht man, dass zwar insbesondere zwei Sektoren ganz besonders betroffen sind. Das ist erstens einmal Kunst, Unterhaltung und Erholung. Das ist die rote Linie auf der Grafik rechts unten. Hier haben wir errechnet, gegenüber einem Szenario ohne Covid verliert dieser Sektor im Jahre 2020 minus 46% an seiner Wertschöpfung, von seiner Wertschöpfung. Bei Beherbung und Gastronomie, das ist rechts oben die Grafik, die gelbe Linie, diese hellgrüne Linie, das sind 43%. Also diese beiden Sektoren sind am stärksten betroffen. Die kleine gute Nachricht in dem Zusammenhang ist, sie machen insgesamt in Österreich nicht so viel aus. Also der Sektor Kunst, Unterhaltung und Erholung beträgt 1,5% der österreichischen Wertschöpfung insgesamt, Beherbergung und Gastronomie 5%. Österreich ist ein Tourismusland, insofern tut uns das natürlich weh, aber Handel, minus 12% getroffen ist, hat schon eine viel, viel größere Wertschöpfung im Gesamtzusammenhang zu sehen. Nächste Folie bitte. Wachstum wird getrieben unter anderem auch durch die Vergabe von Krediten. Und deswegen ist es wichtig, ein analytisches Auge auf die Entwicklung der Kredite zu haben. Das kann man einerseits machen, relativ im Nachhinein, dass man sich anschaut, wie viele wirklich wurden vergeben. Oder man fragt die Banken. Und das ist das, was der Bank Lending Survey macht. Das ist eine euroraumweite Umfrage, die auch heute rauskommt mit den Ergebnissen. Das sind die Ergebnisse für Österreich. Und konkret wurden 8 österreichische Banken befragt. Also 8 österreichische Banken nehmen hier teil von Seiten Österreichs. Und da sieht man, dass die Nachfrage, also die Banken sagen im Rahmen dieser Umfrage, dass die Nachfrage nach Krediten im ersten und im zweiten Quartal, und das ist die rechte Grafik, die schwarze Linie, einen leichten Anstieg verzeichnet haben. Gut, wirklich gut, weil wir sehen hier keine Kreditklemme, sondern die Kredite haben einen leichten Anstieg erfahren im ersten und im zweiten Quartal. Warum, wieso, was waren die Einflussfaktoren auf diese Kredite? Auf der einen Seite Überbrückungskredite und Refinanzierungen. Klassisch für so eine Krisensituation. Man versucht, den Bestand zu sichern. Die Unternehmen versuchen einmal, das, was sie haben, zu sichern und über die nächsten Monate drüber zu bringen. Auch ganz klassisch für so eine Krise. Also Investitionskredite sind es derzeit eher nicht. Das sehen Sie nach unten. Die Anlageinvestitionen, der blaue Teil der Säule, der bewegt sich im negativen Bereich. Warum haben wir hier mehr als 100%?
Antwort ist ganz einfach, Mehrfachmeldungen, Mehrfachnennungen von Gründen, von Einflussfaktoren waren möglich und darum ergibt sich hier auch mal eine Säule, die über die 100% hinausragt. Auf der linken Seite die Einflussfaktoren auch aus Sicht der Banken im Hinblick auf die Kreditrichtlinien, die sich übrigens nur ganz leicht verschärft haben, ist auch wieder eine gute Nachricht, dass die Banken hier nicht die Bremse ganz hart durchtreten und hier ganz hart anziehen, sondern die Kreditrichtlinien haben sich kaum verschärft. Gründe, warum sie sich überhaupt verschärft haben, war die Einschätzung der Banken im Hinblick auf die ungünstigere Risiko- und Konjunktursituation, Einschätzung, aber auch verschlechterte Refinanzierungsbedingungen der Banken auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Also zwischen den Banken, Vorsicht, da reden wir jetzt nicht von der vielen Liquidität, die von den Notenbanken ins System geschüttet wird, sondern das ist der Geld- und Kapitalmarkt, wo die Refinanzierungsbedingungen aus Sicht der Banken nicht ganz optimal sind. Und der Herr Vizegouverneur hat es auch in seinem Teil gesagt, staatliche Garantien spielen eine sehr große Rolle derzeit und die Banken haben auch explizit gesagt, dass die staatlichen Garantien es ihnen ermöglicht haben, der hohen Kreditnachfrage, die wir derzeit sehen, nachzukommen. Nächstes Slide, Dankeschön. Noch ein paar Worte zum Immobilienmarkt, weil wir den auch als Notenbank ganz besonders beobachten. Immobilien spielen bei zwei Dingen eine ganz große Rolle, bei der Besicherung von Krediten und sie sind Finanzierungsobjekt. Was wir derzeit sehen, ist, dass sich bei den Wohnimmobilien noch sehr wenig getan hat oder sehr wenig tut. Sie sind weiterhin attraktiv, auch für Anleger. Gewerbeimmobilien ist der Bereich, wo sich mehr tut. Ist ganz klar auch, wir sehen den Einzelhandel, der derzeit leidet. Viele Unternehmen, die leiden in der Krise, die diese Gewerbeimmobilien gemietet haben oder die sie auch besitzen. Also dort, wenn es Probleme gibt, dann sehen wir sie eher dort. Abschließend möchte ich noch verweisen auf unsere Website, wo wir hier eine Sonderausgabe zu Corona gemacht haben von unserem Immobilien aktuell. Möchte aber dazu sagen, wir haben noch keine Immobilienpreise für das zweite Quartal. Die kommen in Kürze. Und damit darf ich weitergeben an den Philipp Redding. Und Philipp, ich möchte mich bei dir sehr herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Danke. Danke. Ich darf abschließend auf die Banken zurückkommen. Der Vizegouverneur hat bereits erwähnt, dass der österreichische Bankensektor mit einer doch verbesserten Resilienz in diese Krise hineingeht, als das vor der letzten Krise der Fall war. Die linke Grafik zeigt die Gewinnsituation der österreichischen Banken in den letzten 15 Jahren. In der Mitte die deutlich beeinträchtigten Gewinne durch die Finanzkrise von 2008, 2009. Die letzten fünf Balken zeigen die doch deutliche Erholung zurück auf das Niveau von vor der Finanzkrise. Das ist einmal eine erste gute Voraussetzung, um in eine nächste Krise hineinzugehen, dass man ein gutes Ertragspolster hat. Geschuldet ist das natürlich der guten Konjunkturlage in dieser Zeit und natürlich auch den Bemühungen der Banken um eine gesteigerte Effizienz, die allerdings natürlich alles andere als erlahmen darf in dieser Situation. Rechts die Kapitalausstattung. Also wenn Sie wollen, die Second Line of Defense gegen widrige Entwicklungen. Und das ist etwas, wo auch wir als Aufseher mit ein bisschen Stolz darauf blicken können. Natürlich hat die wirtschaftliche Lage es den Banken ermöglicht, ihr Kapitalpolster zu erhöhen. Aber unsere Tätigkeit, die in der Regulierung und in der Bemessung und Begründung von Kapitalanforderungen sowohl in der Einzelbankaufsicht als auch in der Systemaufsicht durch die Kapitalpuffer, die makroprudentiellen Puffer, die systemischen Struktur- und antizyklischen Puffer, die es zwar in Österreich noch nicht gibt, aber wir haben die systemischen Puffer in Österreich sehr frühzeitig eingeführt. Mit einem Wort, wir haben die Banken dorthin geleitet, dass sie sich rüsten für schlechtere Zeiten, die wir jetzt voraussichtlich haben. Nicht sichtbar, aber ich sage es nur dazu, auch die Liquiditätssituation der österreichischen Banken
ist hervorragend und Sie sind daher immer in der Lage gewesen, auch jetzt und auch in der voraussehbaren Zukunft, die angesprochene Kreditnachfrage auch zu bedienen, ohne Probleme. Ein Aspekt der Liquiditätssituation ist auch die Refinanzierung. Dadurch, dass die Banken kapitalmäßig gut ausgestattet sind und als Bankensystem ein vergleichsweise sehr gutes Rating aufweisen, haben sie relative Refinanzierungskostenvorteile. Ich will nicht damit sagen, dass die Refinanzierung jetzt besser ist als vor 5 Jahren, aber im Vergleich zu ihren Konkurrenten in anderen Ländern haben die österreichischen Banken durch diese gute Aufstellung, die auch, wie erwähnt, vom IWF bestätigt wurde, einen relativen Vorteil. Ein kurzer Blick auf die Situation in den Tochterbanken in den CESE-Ländern. Ein gewohntes Bild, weiterhin steigende Erträge, Gewinne, im letzten Jahr 2019 auf hohem Niveau stagnierend. Hier spielen sich zwei Kräfte ab, ein doch zunehmender Margendruck auf die Geschäfte der osteuropäischen Tochterbanken, gleichzeitig aber eine Ausweitung des Volumens. Das hat insgesamt zu einer, sagen wir mal, fast gleichen Gewinnsituation wie 2018 geführt. Worauf wir auch immer schauen, ist die Konzentration dieser Gewinne. Wenn Sie sich erinnern, vor einigen Jahren haben wir sorgenvoll darauf geblickt, dass eigentlich zwei Länder für die Auslandsgewinne der österreichischen Banken vor allem verantwortlich sind. Diese Situation hat sich verbessert. Also Sie sehen einerseits eine diversifizierte Gewinnsituation mit doch 8 sozusagen dargestellten Ländern, wo die als Gewinnquelle zu sehen sind. Aber 2/3 der Gewinne kommen aus nur 4 Ländern, nämlich der Tschechischen Republik, Russland, Slowakei und Rumänien. Und das ist ein gewisses Konzentrationsrisiko. Rechts die notleidenden Kredite, hier eine durchwegs positive Entwicklung in dem Sinne, dass sie in allen Märkten deutlich zurückgehen auf ein durchschnittliches Volumen, also durchschnittlichen eine Quote von 2,4% zuletzt 2019. Selbstverständlich werden wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr eine Erhöhung feststellen müssen. Und das ist genau das, wofür die Banken eben gerüstet sein sollen und auch in einem hohen Maße sind. Die letzte Folie von mir zeigt links die Branchen, denen gegenüber die Banken ein Exposure haben, und zwar die Covid-krisenbetroffenen Branchen. Sie sehen die links in Rot eingerahmt. Das sind also vor allem Hotellerie, Gastronomie, Fremdenverkehr. Das ist der Verkehr insgesamt und Kunst und Kultur. Die sind insgesamt also 9% der Kreditexposures der österreichischen Banken. Daher ein relativ überschaubares Volumen. Und man könnte sagen, naja, Gott sei Dank, es ist nicht so schlimm. Wie schlimm oder nicht es dann im Detail wird, muss man in Sensitivitätsanalysen, Szenarioanalysen dann durchrechnen. Und was Sie rechts sehen, ist ein Ausschnitt, ein Detail dessen, was der Vizegouverneur bereits angesprochen hat mit unserer Covid-19-Sensitivitätsanalyse. Hier wird dargestellt, um wie viel können sich die notleidenden Kredite vermehren in den Bilanzen der Banken, bis sozusagen ein Jahresgewinn aufgebraucht ist. Und als Benchmark für den Jahresgewinn haben wir jetzt erst einmal den vom letzten Jahr herangezogen, 2019. Und Sie sehen in der oberen Hälfte der rechten Grafik, wenn nur diese 3 oder 4 stark betroffenen Branchen explosionsartig Insolvenzen und notleidende Kredite erzeugen, also wenn das hier auf diese Branchen eingegrenzt ist, dann können die notleidenden Kredite um das 15-fache steigen, bis die Banken sozusagen insgesamt ihren Jahresgewinn vom Vorjahr aufgebraucht haben an Wertberichtigungen.
Wenn es alle Branchen sind, ja, also wenn die Krise quasi keine Schneise zieht, sondern einen Flächenbrand erzeugt, dann ist bei knapp dreimal den jetzigen NPL-Ratios, also einer Verdreifachung der notleidenden Kredite, ein Jahresgewinn aufgebraucht. Das sind also zwei, sagen wir mal, Szenarien von mehreren denkbaren. Ja. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber das ist nur, um Ihnen zu zeigen, ein Instrument, das wir auch anwenden, um in unseren Szenarioabschätzungen ungefähr zu sehen, wie bedrohlich die Lage ist. Ja, bevor ich an Herrn Vizegouverneur Haber zurückgebe, darf ich vielleicht auch noch ein kurzes Wort sagen aus Anlass meines Ausscheidens. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken beim Herrn Gouverneur, beim Vizegouverneur und auch bei Doris Ritzberger für ihre freundlichen Worte. Vor allem auch beim Direktorium, dass sie einem von außen kommenden ein sehr hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht haben und mir sehr viele Möglichkeiten geboten haben, mich zu entfalten. Ich möchte mich ausdrücklich auch bei den Kollegen in EZB und FMA bedanken für die freundschaftliche Zusammenarbeit und ganz besonders bei meinen Mitarbeitern und Kollegen für ihre Motivation und für ihre Expertise, die uns nur ermöglicht, eine evidenzbasierte Aufsicht zu machen, sowohl in der Finanzmarktstabilität als auch in der Einzelbankenaufsicht, und die dazu führt, dass die beaufsichtigten Institute nicht unterworfen werden, sondern mit Argumenten im Wesentlichen überzeugt. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Basis für unsere Arbeit. Ich bin überzeugt, dass sie auch weiter so geführt wird. Danke vielmals. Dann darf ich zu den Empfehlungen kommen, und das ist auch eine gute Spange zu dem, was Direktor Redding gesagt hat. Einerseits inhaltlich, andererseits in den letzten 12 Jahren sind viele dieser Empfehlungen ja von seinem Team und ihm gemeinsam erarbeitet worden und haben dazu beigetragen, dass wir jetzt auch eine Situation haben, wie ich sie zusammenfassend sagen darf. Wir haben gesehen, trotz enormer Herausforderungen auf globaler Ebene durch Covid-19 ist der Finanzmarkt in Summe in Österreich als stabil zu bezeichnen. Die Kapitalausstattungen der Kreditinstitute sind gut, es sind auch Puffer vorhanden. Diese Puffer können jederzeit auch genutzt werden. Und es wird auch genug Zeit nach der Krise geben, um diese Puffer dann auch wieder entsprechend aufzubauen. Die Empfehlungen, die die ÖNB im Rahmen des FSR hier bringt, sind folgende. Im Einklang zu den internationalen Empfehlungen und um inhaltlich eben auch diese Resilienz zu fördern und die Kapitalbasis zu stärken, empfehlen wir nach wie vor, Abstand von Aktienrückkäufen zu nehmen und bei Ausschüttungen und Gewinnverwendungen und Dividenden weiterhin sorgfältig abzuwägen und diese Entscheidungen sorgfältig zu treffen. Zweitens, in Vorbereitung des Auslaufens von Moratorien, von Staatsgarantien und anderen Instrumenten empfehlen wir den Banken, sich hier entsprechend vorzubereiten, insbesondere auch transparent mit den entsprechenden Qualitäten der Kreditportfolien, mit den entsprechenden Risiken umzugehen. Eine Zeit der Krise ist eine Zeit, wo man eben gegebenenfalls auf Reserven und Puffer auch zurückgreifen kann. Gleichzeitig ist es auch eine Zeit, wo man einen hohen Anspruch an die Qualität der Information legen muss, um hier auch entsprechende Steuerungsmaßnahmen vornehmen zu können, sowohl auf Unternehmensebene, auf Ebene der Kreditinstitute als auch auf Ebene der Aufsicht. Einhaltung nachhaltiger Kreditvergabestandards, das ist eine Empfehlung, die Sie schon kennen, insbesondere auch was die Immobilienkredite betrifft. Da geht es darum, weiterhin diese hohen Standards aufrechtzuerhalten und sich auch an die quantitativen Leitlinien des Finanzmarktstabilitätsgremiums weiterzuhalten. Sie haben auch gehört, dass die Kreditinstitute in den letzten Jahren hier eine entsprechend günstige Entwicklung der Profitabilität hatten. Es geht darum, weitere Effizienzsteigerungen, auch unabhängig von Covid, aufgrund anderer Themen wie Digitalisierung, Veränderungen der Finanzmärkte insgesamt, weiterhin voranzutreiben und auch
unabhängig von Covid, gerüstet zu sein für zukünftige Entwicklungen auf diesen Märkten. Und das fließt ein in die letzte Empfehlung, nämlich die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Strategien, um mit Herausforderungen neuer Informationstechnologien, wie zum Beispiel Geschäftsmodelle, Cybersicherheit und Ähnlichem umzugehen. Ich darf also zusammenfassen, der Finanzmarkt ist in Österreich stabil, die Banken sind gut aufgestellt, sie sind im Gegensatz zur Zeit von vor mehr als 10 Jahren ein Teil der Lösung einer Krise, die nicht vom Finanzmarkt ausgeht, sondern bei der Finanzmarkt einen wesentlichen Beitrag leisten kann, um die Auswirkungen der Krise abzufedern. Gerade deswegen ist auch weiterhin entsprechende Umsicht geboten, um die Finanzmärkte weiterhin so resilient und stabil aufgestellt zu halten und auch darauf zu achten, dass Kreditinstitute in ihrer Leistungsfähigkeit nicht überfordert werden, sondern weiterhin einen stabilen Pfad und damit einen stabilen Beitrag auch in den nächsten Jahren zum Bewältigen der Krise und der Nachwirkungen der Krise leisten können. Damit darf ich an den Herrn Gouverneur zurückgeben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke Frau Dr. Ritz-Berger, ich danke den Herren für die Präsentationen und darf Sie nun einladen, Ihre Fragen an uns zu richten. Wer ist der Erste? Frau Kollegin vom Kurier, Frau Kiefer, bitte. An die letzte Folie, und zwar zum Thema Effizienzsteigerungen. Zum einen würde ich Sie bitten, das Thema zu präzisieren. Also was heißt Effizienzsteigerungen konkret? Und erwarten Sie, nachdem es ja im Dezember auch die Schließung von Filialen als Empfehlung war, erwarten Sie, dass das jetzt durch Covid schneller passiert, als es vielleicht ohne Covid passiert wäre? Sie sprechen es an. Der Banksektor ist seit, ich würde sagen, Jahrzehnten in einem entsprechenden Umbruch, wo die Art der Dienstleistungen sich entsprechend weiterentwickelt. Wie in vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen bin ich überzeugt davon, dass Covid hier eine Situation geschaffen hat, wo bestimmte Entwicklungen, die wir ohnehin schon beobachtet haben, auch beschleunigt werden. Und da haben wir gesehen, dass das Bedürfnis der Kundinnen und Kunden auch nach digitalen Dienstleistungen, nach ortsunabhängigen Dienstleistungen weiter ansteigt. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass solche Nachfragestrukturen auch eine Verschiebung zwischen dem Online-Geschäft, dem digitalen Geschäft, auch neuen Geschäftsmodellen auf der einen Seite und anderer Seite dem klassischen auch Präsenzgeschäft der Kreditinstitute bringen. Das sind aber Effekte, die nachfragegetrieben und marktgetrieben passieren und auch passieren sollen. Das heißt, hier werden sich die Kreditinstitute auch weiterhin dieser Entwicklung fortgesetzt verschreiben, weil das einfach das ist, was der Markt und die Menschen brauchen. Man muss aber auch sagen, es haben auch in unserer modernen Digitalisierungszeit haben unterschiedliche Angebote auch ihre Berechtigungen. Also sowohl das digitale Angebot im einfachen Massengeschäft, im Zahlungsverkehr und in ähnlichen Bereichen wird nachgefragt und ist sehr wichtig für die Zukunft, als auch beratungsintensive Produkte nach wie vor auch entsprechende persönliche Beratung auch vor Ort erforderlich machen. Dankeschön. Der Nächste am Wort heute, Herr Switli, dann kommt der Herr Kollege Herr Miedl und später dann der Herr Fink. Herr Switli, bitte. Herr Professor Haber, jetzt unter diesen Empfehlungen, die Sie vorgetragen haben, ist die Frage notwendig, finde ich, wie stehen Sie eigentlich zu den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen den österreichischen Banken und der aktiven Politik betreffend staatlich garantierte Kredite für Unternehmen, die sozusagen langfristig nicht besonders gut gewirtschaftet haben, also prekäre Unternehmen darstellen. Wie stehen Sie zu dieser Auseinandersetzung? Ist die gut, ist die schlecht, nützlich, schädlich? Wir sehen, dass in der Krise selbst die Finanzmärkte und die Kreditinstitute und auch die öffentliche Hand sehr schnell reagiert haben. Hier wurden in kurzer Zeit Instrumente geschaffen, die das erste Problem, die erste Phase einer derartigen Krise adressiert haben, und das ist das Überbrücken von Liquiditätsthemen. Sie haben bei einem Lockdown
die Problematik, dass Auszahlungen weiterlaufen, Einzahlungen aber nicht in diesem Umfang und in manchen Branchen sogar zur Gänze ausgeblieben sind. Das heißt, in der ersten Phase müssen sie hier Liquidität bereitstellen. Und da haben die Banken sehr schnell, Sie haben ja auch gesehen, das Volumen der Stundungen macht in etwa 10% des gesamten Kreditvolumens aus, ja, also das Volumen der gestundeten Kredite macht 10% des gesamten Volumens aus. Da haben die Banken schnell reagiert. Da gab es auch staatliche Garantieinstrumente, die das ermöglicht haben. In Summe müssen Kreditinstitute langfristig natürlich schon darauf achten, dass auch entsprechende Geschäftsmodelle hinter diesen Finanzierungen stehen. Das heißt, wir werden in einer späteren Phase jetzt dazu kommen, dass die Liquiditätsüberbrückung nicht mehr so im Vordergrund steht wie in den ersten Wochen und Monaten und dann der Wiederaufbau besonders betroffener Branchen und auch der Gesamtwirtschaft insgesamt in den Vordergrund rücken. Das heißt, diese Instrumente waren und sind in diesem Zeitraum, den wir jetzt haben, ein wesentlicher Beitrag zur Krisenbewältigung. Sie sind auch schnell und mit reduzierten Anforderungen an die Beurteilung von Geschäftsmodellen bewusst ausgestattet gewesen. Und wenn die Krise sich dann wieder, die Krisensituation sich verbessert, dann wird man auch diese Standards wieder noch stärker in den Mittelpunkt rücken müssen und auf die Nachhaltigkeit, wie gesagt, von Geschäftsmodellen achten. Da wird viel davon abhängen, ob es uns gelingt, eben diese Corona-Krise als eine temporäre Störung der Wirtschaft abzufangen oder ob in einzelnen Branchen da und dort dann auch Effekte von längerer Dauer bleiben. Das ist aber weniger ein Thema, das Banken über Liquiditätsbereitstellung lösen können. Das ist ein österreichisch, europäisch, globales, wirtschaftspolitisches Thema insgesamt. Dankeschön. Bitte sehr, Herr Kollege. Verstehen Sie die Sorge, also an den Vizegouverneur und an den Gouverneur, verstehen Sie die Sorge der Kreditschutzverbände, dass durch diese Kredite möglicherweise Firmen durch die Krise getragen werden könnten, ohne Erfolgsaussicht? Dann fange ich gerne an. Also wir haben im Rahmen des FSR dazu keine empirische Informationsgrundlage. Das heißt, wir können das zum derzeitigen Zeitpunkt anhand von Daten empirisch evidenzbasiert noch nicht beurteilen. In der ersten Phase einer Krise geht es, wie gesagt, darum, Liquiditätsstörungen abzufangen. Da hat man nicht die Zeit und da ist auch nicht der richtige Zeitpunkt und vor allem die Information noch nicht vorhanden, wo jetzt nachhaltige oder temporäre Störungen sind. Nach einer Krise muss man auch, was die Kreditvergabe betrifft, dann wieder in einen Normalbetrieb hineingehen. Und Normalbetrieb, wann immer das dann möglich sein wird, bedeutet eben auch, dass man die normalen Kriterien an die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen bis hin auch zu den strengen Kriterien zur Rückführbarkeit und anderen Themen beobachten muss. Wie sich realwirtschaftlich die Krise auswirkt, das ist eben anhand der derzeitigen Prognosen noch sehr schwer zu beobachten. Worauf wir aber in den Empfehlungen hinweisen ist, dass auch die Banken sich darauf vorbereiten sollen. Nehmen Sie zum Beispiel die Tatsache, dass ja aufgrund der derzeitigen Stundungen auch die ganz normale Unternehmensdynamik, nämlich die Neugründungsdynamik, aber auch die Insolvenzdynamik derzeit reduziert sind. Und auch in Zukunft dann da und dort möglicherweise Nachholeffekte sowohl bei den Gründungen als auch beim Ausscheiden von Unternehmen denkbar sind. Derzeit müssen wir nur darauf hinweisen, es ist wichtig, sich diese Szenarien zu überlegen und für die Kreditinstitute, weil das ist Gegenstand des FSR, darauf zu achten, dass keine Klippeneffekte entstehen. Danke. Ja, Entschuldigung, noch eine zweite Frage, nur ganz kurz noch, aber viele Unternehmen haben jetzt die Sorge, dass durch diese Kredite eben unrentable Unternehmen durchgetragen werden könnten, die vielleicht zu ihren Kunden zählen. Sehen Sie die Gefahr, dass erfolgreiche Unternehmen durch diese sogenannten Zombie-Firmen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten? Ich glaube, dass dieses Thema nicht grundlegend anders ist als vor Corona. Sie haben immer die Frage der Dynamik des Unternehmenssektors. Die Entwicklung von Corona hat dazu geführt, dass durch den Lockdown breit über
fast alle Branchen hier entsprechende Einzahlungen nicht stattgefunden haben. Und wenn Sie über diese Einzahlungen, wenn Sie die jetzt kompensieren, diese Liquiditätslücke kompensieren, durch schnelle Garantieinstrumente, die bis zu 100% staatlich garantiert sind und damit ohne zusätzliches Risiko vergeben werden können, dann stabilisieren diese kreditbesicherten Finanzierungen, die stabilisieren ja damit die Realwirtschaft und stabilisieren damit auch den Bankensektor. Und das war das, was ich an der einen Grafik auch versucht habe zu zeigen. Die staatlichen Maßnahmen tragen auch dazu bei, dass die Banken durch die Stabilisierung des Unternehmenssektors und durch diese Liquiditätsbereitstellung selbst auch besser aus der Krise kommen, mit weniger Kapitalbedarf aus der Krise kommen können. Danke. Ich darf da hinzufügen, stimme allen ein, was der Herr Vizegouverneur gesagt hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in der jetzigen Krise ist, dass eben für die Ökonomie insgesamt, für bestimmte Sektoren, die Krise etwas länger dauert, als wir hoffen. Dass die Unternehmen insgesamt gesund sind, aber einen erhöhten Liquiditätsbedarf haben. Und jetzt ist die Frage, die in Österreich, aber auch schon generell in Europa oder weltweit gestellt wird, ob es in diesem Moment dann sinnvoll ist, neben den Banken als Anbieter von Krediten und Liquidität andere Institutionen dazukommen können, im Wesentlichen Eigenkapital hinzukommen können, um die Zinsbelastung, die es zweifelsohne gibt, auch wenn die Zinsen niedrig sind, zu verringern. Aber auch hier gegebenenfalls die Frage, die Sie gestellt haben, durch das Geld von außen, wenn es aus dem privaten Sektor kommt, von Investoren, auch die ökonomische Rationalität zahlt es sich aus. Ist das jetzt eine Liquiditätskrise, die etwas länger andauert, aber das Businessmodell ist grundsätzlich in Ordnung oder sehr gut? Oder ist es ein strukturelles Problem, das eine längere Investition in diesen Sektor nicht sehr sinnvoll macht? Nicht? Also man erreicht sowohl die Liquidität als auch die ökonomische Aufsicht dabei. Und das ist das, wo man sich ja, Sie verfolgen die Diskussion wahrscheinlich genauso wie ich, die in der Öffentlichkeit stattfindet, ob man hier dann durch Fonds, die entweder private Sparten hier in diese Unternehmen leiten kann oder für bestimmte Bereiche staatliche Teilnahme sinnvoll ist. Und wir sind jetzt am Beginn eines Diskussionsprozesses, der sicherlich im Herbst noch einiges zunehmen wird. Und das, glaube ich, ist sehr gut. Dankeschön. Herr Kaspar Fink, bitte. Herr Gouverneur, noch eine Frage. Der Herr Badl, der Chef vom Wirtschaftsforschungsinstitut, hat in den letzten Tagen mehrfach davor gewarnt, dass sozusagen in verzögerter Form im Herbst oder auch darüber hinausgehend eine Pleitewelle bevorstehen könnte bei vielen Unternehmen. Auch deswegen, weil natürlich die Steuerstundungen beispielsweise dann irgendwann auslaufen. Haben Sie die Befürchtung, dass das dann letztlich negativ auf den Bankensektor in Österreich durchschlagen könnte, weil das Volumen der notleidenden Kredite sich erhöhen könnte, möglicherweise sogar darüber hinaus, über das, was ja schon prognostiziert ist, und dass das möglicherweise einen ähnlichen Effekt auch in Osteuropa geben könnte? Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass aufgrund der sehr schnellen Agierens von Banken und des Staates die Zahl der Insolvenzen nicht gestiegen, sondern zurückgegangen ist. Was bedeutet natürlich, dass das ein Zustand ist, der nicht anhaltbar ist. Man wird wieder ein Maß der Normalität gehen. Und das bedeutet, was Kollege Bahl gesagt hat, sicherlich eintreten wird, dass die Insolvenzen ansteigen werden, ganz einfach, weil sie in der Vergangenheit anstelle den normalen Bereich zu haben, viel zu gering waren. Ob es darüber hinausgehende Insolvenzen geben wird, das hängt jetzt davon ab, von den Punkten, die wir vorher diskutiert haben, ob die Banken noch weiter können und wollen oder ob andere Personen dazukommen. Und dann wird es den normalen Prozess geben, den es auch ohne Krise gibt, dass eben Unternehmen ausscheiden und durch andere ersetzt werden. Und das ist etwas, wofür die Banken nicht auch dann verantwortlich sind, um diesen neuen Unternehmen, die im Rahmen einer Krise vielleicht mit neuen Geschäftsmodellen versuchen, Märkte wieder zurückzuerobern oder für sich zu gewinnen, dann einsteigen können. Das heißt, ja, es ist möglich. Der genaue Umfang ist jedoch derzeit, wenn man so will, nicht absehbar.
aber bedarf eben einer genauen Beobachtung und der richtigen Entscheidungen. Dankeschön. Und da wollten Sie, Herr Vizegouverneur, was sagen dazu? Ich würde noch kurz ergänzen, weil der Herr Gouverneur das auch schon ganz in den Vordergrund gestellt hat und das ist etwas sehr Wichtiges, auch für Ihre Frage. Der Schlüssel der Zukunft, sowohl bei jenen Branchen, die jetzt stark betroffen sind von Covid, als auch bei jenen Branchen, die möglicherweise aufgrund von beschleunigten Entwicklungen auch Chancen in Zukunft haben werden, ich denke da an Digitalisierung, an Webconferencing und Ähnliches, der Schlüssel wird, wie es der Herr Gouverneur gesagt hat, im Eigenkapital liegen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren in Österreich immer schon beobachtet, dass die Stärkung der Eigenkapitalbasis dann einen Multiplikatoreffekt, eine Hebelwirkung hat, auch bei der Fremdfinanzierung durch Kreditinstitute. Da wird also Risikokapital und Eigenkapitalausstattung insgesamt weiterhin im Vordergrund stehen. Dankeschön. Boris Gründerl. Boris, bitte. Herr Gouverneur, zunächst eine Frage zum PEP. Es gab gestern Berichte über eine Studie des ZEW zu den Ankaufsprogrammen, nicht nur dem PEP, sondern auch den davor der EZB, wo analysiert wurde, dass die Restriktionen, die es ursprünglich mal gab, was also Quoten angeht, was Maximalwerte angeht und so weiter, in den letzten Jahren deutlich sozusagen hinter sich gelassen wurden, deutlich verletzt wurden. Stimmen Sie der Analyse, die vom ZEW da getroffen wurde, so zu? Und wenn ja, wie bewerten Sie das? Was bedeutet das für das weitere Handeln der EZB? Wie ich eingangs gesagt habe, nicht darf und will ich zu geldpolitischen Fragen nichts sagen, aber zu dieser spezifischen Frage, ja, ich habe mir die Studie angeschaut. Ich warte morgen, übermorgen dann auf die Reaktionen meiner Kollegen vom EZB, wie gut das die Studie ist. Die kann man so von der Ferne nicht so richtig beurteilen. Und danach werden wir dann unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wie immer, viele der Daten sind ja nicht so veröffentlicht. Daher muss man sich schauen, ob sie so stimmen. Und wenn sie so stimmen, dann wird man daraus Schlussfolgerungen ziehen. Dankeschön. Der Herr Kowalczyk von der Presse. Also, sorry, bitte. Noch eine Frage an Herrn Haber, beziehungsweise vielleicht beide Herren zu den Banken. Nur zu meinem Verständnis, wenn Sie sagen, freiwillige Moratorien und gesetzliche Moratorien, die gesetzlichen Moratorien, der Sinn der Sache war ja, zu vermeiden eigentlich, dass die Banken diese eigentlich ausgesetzten Kredite als NPLs buchen müssen. Also, dass es sozusagen so ein bisschen neutral ist und eine vorübergehende sozusagen Einfrieren von diesen Krediten ist. Was genau sind jetzt eigentlich diese freiwilligen Moratorien und bedeutet das, dass diese, wenn eine Zahlung ausgesetzt ist, dann sind die ja eigentlich per Definition im Non-Performing, also dass diese jetzt dann auch als Non-Performing Loans gebucht werden mit all den Konsequenzen, die das für Kapital, für Rückstellungen und so weiter hat. Können Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen erläutern, worum es da geht bei diesen freiwilligen Moratorien und was das vor allem für die Zukunft dann bedeutet? Herr Vizegouverneur, bitte. Was wir sehr stark sehen, ist, dass, wenn man so will, die gesetzlichen Moratorien hier eine Fallback-Lösung darstellen. Das heißt, das ist ein Konstrukt, das für jene Kundinnen und Kunden möglich und attraktiv ist und eine Mindestmöglichkeit darstellt. In sehr vielen Fällen, das zeigen ja auch die Zahlen, kommt es aber zu einer Vereinbarung zwischen dem Kreditinstitut und den jeweiligen Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel über das Moratorium hinausgeht, was Laufzeiten betrifft, was Struktur der Rückzahlungen betrifft und Ähnliches. Weil es ja im beiderseitigen Interesse der Kreditinstitute und der Kundinnen und Kunden ist, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Das macht also diese privaten Stundungen attraktiv. Die Behandlung als NPLs und ich würde sagen, eigentlich das wichtigere Thema, die buchhalterische Behandlung, wie in der Bilanz damit umzugehen ist und ob und wann Wert zu berichtigen ist, das ist ein Teil einer sehr großen, auch europäischen Diskussion und Initiative von Kommission über EBA, über SSM. Grundsätzlich kann man sagen, dass es sehr viele Erleichterungen für die Kreditinstitute gegeben hat, und die staatlichen Moratorien generell dazu führen, dass einmal der Lauf des NPL-Zählers nicht beginnt. Ja? Bei freiwilligen Stundungen hängt es dann im Detail davon ab, wie sehr sich Barwerte verändern, wie sehr hier welche Detailregelungen zur Anwendung kommen müssen. Also man kann da die Behandlung pauschal nicht sagen. Es gab aber eine entsprechende Entlastung generell
wichtiger, wie gesagt, die bilanzielle Behandlung. Man hat zum Beispiel bei der IFRS-Behandlung des erwarteten Verlustes, kann man hier entsprechend glätten. Da wurden Regelungen, die in Kraft getreten wären, noch nicht umgesetzt. Also diese Thematik, diese prozyklische Thematik für die Kreditinstitute wird in gewisser Weise etwas mitigiert und abgefangen. Ganz auf NPLs und Ähnliches verzichten in der Bewertung kann man nicht. Es gibt ja auch in Corona-Zeiten, Herr Gouverneur hat ja auch darauf hingewiesen, das ist nicht so ganz anders als normale Zeiten, gibt es ja auch immer NPLs. Und man kann jetzt nicht dazu übergehen, dass man sagt, nur weil Corona ist, wird auf einmal jede Forderung nicht mehr als notleidend eingestuft. Die Diskriminanz, das Unterscheiden zwischen was ist temporär Corona-bedingt und was ist, wenn man so will, strukturell bedingt, das fällt natürlich heute noch schwerer. Da ist aber auch der regulatorische Rahmen derzeit noch in einem entsprechenden Fluss. Die Frage wird sein, wie kommt man aus diesen NPL-Regimes auch wieder raus nach der Krise. Dazu muss aber auch erst die Krise vorbei sein, um hier eine Roadmap zu entwerfen. Derzeit, wie gesagt, regulatorisch geht es eher um Erleichterungen. Bei gleichzeitigem Sicherstellen, und das ist ja auch eine unserer Empfehlungen, dass die Qualität der Informationsbasis weiterhin erhalten bleibt. Also NPLs wird es weitergeben, Kreditinstitute müssen die Rückzahlungsfähigkeit und Rückführbarkeit weiter überprüfen und gleichzeitig ja, es gibt regulatorische Vereinfachungen. Dort, wo eben staatliche Moratorien sind, werden NPLs nicht sofort schlagend und gleichzeitig können die Kreditinstitute bei der Kreditwürdigkeitsprüfung etwas geringere Maßstäbe anlegen, wenn hier eine staatliche Garantie von zum Beispiel 100% dahinter liegt. Dankeschön. Was ist das für die, Boris? Okay, dann kommt jetzt der Herr Kowalczyk und dann kommt der Herr Siegel. Herr Kowalczyk, bitte. An die Stundungen und staatlichen Garantien anschließend kann man in etwa anhand der Laufzeiten abschätzen, wann das fällig wird und wann man die Kredite und auch Stundungen wieder zurückzahlen muss? Ja. Aufgrund des entsprechend hohen Anteils auch der privaten Stundungen gibt es hier keinen Zeitpunkt, wo man weiß, da wird der Großteil der entsprechenden Moratorien auslaufen. Das ist in gewisser Weise beruhigend, weil wir nicht a priori einen Zeitpunkt haben, wo ein großer Klippeneffekt eintreten wird. Wir gehen auch davon aus, dass die Kreditinstitute im jeweiligen Einzelfall auch bei Auslaufen von Moratorien da und dort, also von gesetzlichen Moratorien, da und dort auch freiwillige Stundungen oder freiwillige Restrukturierungen, wo erforderlich, umsetzen werden. Und manche Branchen und manche Betriebe werden nach der Beendigung des Lockdowns jetzt auch bei persönlichen Dienstleistungen zum Beispiel nicht mehr unmittelbar in dieser Liquiditätsfrage betroffen sein. Und da wird es eben unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Branchen und Betriebe geben müssen. Aber einen Klippeneffekt, wir beobachten das sehr sorgfältig. Um hier zu vermeiden, dass es zu Klippeneffekten geht, die Empfehlung sagt ja auch, dass die Kreditinstitute sich eben auf genau diese Zeitstrukturen vorbereiten sollen, in geeigneter Weise. Also wir haben es am Radar, wir sehen derzeit aber nicht ein Datum, bei dem ein Klippeneffekt jetzt sofort schlagend würde. Ist das in Ordnung? Passt das für Sie? Danke. Noch eine zweite Frage hätte ich, und bitte? Zwar die Überschussreserven der österreichischen Banken liegen gerade über knapp über 40 Milliarden Euro. 2015 waren sie noch bei 7. Wieso hatten Banken derart viel Geld und sollte es nicht eher dann in Form von Krediten bei der Realwirtschaft ankommen? Ja, also die Frage der Reserven von Kreditinstituten muss man natürlich sehr differenziert sehen. Sprechen wir von Liquiditätsreserven oder sprechen wir von Kapitalreserven in Form von Risikotragfähigkeitspotenzial? Wir haben bei beidem eine gute Ausstattung. Naturgemäß ist es so, dass in der Krise ja Liquidität eigentlich nicht verschwunden ist. Nicht? Also ich habe skizziert, wenn es durch den Lockdown dazu kommt, dass nicht konsumiert wird, dann wird stattdessen gespart. Diese Liquidität fehlt dann im Unternehmenssektor oder fehlt auch bei Personen, die aufgrund von Beschäftigungsausfällen, von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Einnahmenausfälle haben. Gleichzeitig wird aber auch entsprechend Liquidität von jenen aufgebaut, die sie derzeit nicht ausgeben konnten.
Nicht? Und insofern ist es nicht sehr verwunderlich, dass in Summe kombiniert auch mit den entsprechenden Maßnahmen des ESZB, mit der Bereitstellung zusätzlicher Liquidität, sowohl die Liquiditätsausstattungen glücklicherweise auf einem guten Niveau sind, als auch eben noch aus den guten letzten Jahren kommend die Kapitalsituationen. Auf die Frage, sollten die Banken hier mehr oder weniger diese Reserven anknabbern und verwenden? Die Banken haben einen signifikanten Beitrag zur Finanzierung der Realwirtschaft geleistet, haben Liquidität erfolgreich überbrückt. Man muss gerade aus aufsichtlicher Sicht, muss man natürlich beide Aspekte im Blick behalten. Das eine ist, wenn die Banken hier unterstützen durch Kreditvergabe, dann stabilisieren sie damit die Realwirtschaft, stabilisieren damit aber auch den Finanzsektor und vermeiden ja auch für die Banken selbst ungünstige Entwicklungen bei Unternehmen, die zu Insolvenzen führen können. Also damit helfen sich die Banken und dem Kapitalmarkt auch selbst in gewisser Weise. Gleichzeitig würde aber eine überbordende Kreditvergabe, die überhaupt keine Kriterien der Nachhaltigkeit mehr in Betracht zieht, eine Gefahr für das Finanzsystem darstellen. Und das war die andere Empfehlung, auf die ich hingewiesen habe. Wir müssen darauf achten, dass die Leistungsfähigkeit der Kreditinstitute auch in den nächsten Jahren gewahrt bleibt. Für die Kreditinstitute wird das Jahr 2021 wahrscheinlich herausfordernder werden als das Jahr 2020, weil dann eben entsprechende Kredite fällig werden, weil dann die Entwicklungen sich auch abzeichnen und weil wir dann die Effekte, die aus der Krise resultieren, vor allem in den ein, zwei Jahren nach dieser Krise in der Finanzwirtschaft durch höhere NPLs, notleidende Kredite und Ähnliches entsprechend abfangen müssen. Also es ist wichtig, eine Balance zu wahren und da müssen die Banken sorgfältig abwägen. Danke. Ich möchte aber gerne noch was dazu sagen. Bitte. Ich glaube, was Sie hier sehen, ist einfach auch dem geschuldet, dass die Banken mehr Geld aufgenommen haben in den Deltros, als im Moment weitergeben. Nicht? Das fand in diesem Monat eine kräftige Entwicklung unter dem Deltros statt. Bevor sie jedoch weitergegeben werden an die Unternehmen, müssen sie irgendwo geparkt werden. Nicht? Und geparkt heißt bei der EZB als Einlage drinnen zu sein und geben die Zinsdifferenzen, ist das durchaus etwas, wovon Sie die 0,5, die Sie dort bezahlen müssen, wenn Sie sich 1% was ausleihen, leisten können. Nur das ist jetzt kein Zustand, der dauerhaft ist. Und man wird das beobachten und sehen, was sich in der nächsten Zeit ergibt, um ein bisschen den Schulterschluss zu machen, mit dem ich begann, wenn man so will, die Liquiditätsversorgung, die Zentrale aus Frankfurt. Und das, was sich hier tut, ist ein Zwischenparken, das aber einer Lösung zugeführt wird und man wird nächstes Monat mehr sehen, ob das jetzt dann weitergeschlossen ist oder ob das Geld zurückgegeben wurde. Dankeschön. Herr Siegel von der Kronenzeitung, bitte. Herr Siegel, bitte. Ja, eine Frage an den Herrn Haber. Könnten Sie noch die Kreditstundungen aufteilen auf private Stundungen und Unternehmensstundungen? Und haben Sie da auch jeweils den Prozentsatz, wie viel das von den gesamten Krediten ist bei privaten und Unternehmen? Und hätten Sie auch eine Zahl, wie viele Kredite wurden gestundet bei privaten und Unternehmen, also die Zahl der Kredite oder der betroffenen Einzelpersonen zum Beispiel? Und dann noch eine Frage an den Herrn Reding, was machen Sie denn jetzt nachher, was haben Sie als nächstes vor? Zuerst der Herr Vizegouverneur und dann der Magister Reding, bitte. Aber die Antwort, die ich geben kann, ist sicher weniger erbaulich oder weniger spannend, weil sie eher ein Zahlenfriedhof ist, aber sehr, sehr gerne. Also wenn wir jetzt die Zahlen für die Kalenderwoche 26 nehmen, ja, dann haben wir bei den Kreditmoratorien in Summe rund 206.000 Anzahl mit einem aushaftenden Kreditvolumen von knapp 31 Milliarden Euro. Ja, und wenn man jetzt die freiwilligen Moratorien nimmt, dann sind das rund 90.000 freiwillige Moratorien mit einem Volumen von rund 22 Milliarden Euro. Und im Gegenzug, also die Differenz sind dann die gesetzlichen, das sind rund 116.000, ist gerundet, daher geht es sich wahrscheinlich um einen Tausender nicht aus, und rund 8,6 Milliarden Euro, die an Volumen hier
über das gesetzliche Moratorium gestundet wurden. Ja. Und die Aufteilung hat Sie, glaube ich, noch interessiert, ob wir eine Indikation haben, wie viel Haushalte und Unternehmenssektor ist. Also von der Verteilung her kann man sagen, dass die Haushalte und die selbstständig Erwerbstätigen in etwa halb so viel ausmachen vom Volumen wie die nicht finanziellen Unternehmen. Es ist in der Statistik, deswegen bin ich jetzt mit den Zahlen sehr vorsichtig, es ist nicht immer ganz einfach, insbesondere bei Personen mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu unterscheiden. Der Buchhalter sagt, das Geld hat kein Mascherl. Ja, fehlt das Geld im Einzelunternehmen zum Beispiel oder fehlt das Geld als privater Haushalt? Das ist so eng verflochten, dass man da in der Interpretation vorsichtig sein muss. Also wenn Sie, wie gesagt, jetzt die selbstständige Erwerbstätigen und die Haushalte, die privaten zusammenrechnen, ist das in etwa die Hälfte von dem, was Sie bei den nicht finanziellen Unternehmenssektor beobachten können. Dankeschön. Herr Magister Redding, was tun Sie? Ich kann es sehr kurz machen. Ich ziehe mich ins Privatleben zurück und entdecke die Welt zum dritten Mal. Vielen Dank. So, ich sehe da noch eine Wortmeldung. Boris, bitte. Kurz noch mal eine Nachfrage zu diesem Thema der freiwilligen Moratorien. Also ich verstehe es richtig, dass diese rund 10% sich dann nicht in 10% NPLs sozusagen umwandeln werden irgendwann. Aber in Ihrem Szenario, was Sie präsentiert haben, wo Sie ja auch die Entwicklung der CET1-Ratio dargestellt haben, werden Sie ja eine Schätzung gemacht haben, wie viele von diesen 10% derzeit unter Moratorium befindlichen Krediten dann auch tatsächlich in Non-Performing Loans sich umwandeln. Können Sie ungefähr sagen, womit Sie da rechnen bis 2022? Also vorab einmal, das ist vollkommen korrekt, zu den NPLs haben wir derzeit, weil ja auch zuerst einmal 90 Tage verstreichen müssen, gibt es also keine empirische Zahlengrundlage, wie sich die NPLs in den letzten Wochen von Corona entwickelt haben. Zur Frage der Szenarioanalyse, da wird ein sektorales Insolvenzmodell, das hier eben die unterschiedlichen NPL-Auslöser berücksichtigt, mit Mikrodaten entsprechend simuliert und wird dann als Input für das Stresstestmodell verwendet, um diese Analysen vorzunehmen. Zu den sektoralen Effekten würde ich an den Herrn Gouverneur oder an die Frau Ritzberger verweisen, weil das Modell ein HVW-Modell ist, weil ein gutes Beispiel für eine Zusammenarbeit über das ganze Haus hier. Also ich habe ja gebracht die sektorale Betroffenheit in meinem Teil und hat sich gezeigt, dass eben hier einige Sektoren deutlich stärker betroffen sind als andere. Noch einmal zur Wiederholung, das Ganze gilt für 2020, das heißt dieser Verlust an Wertschöpfung bei Kunst, Unterhaltung, Erholung 46%, bei Handel minus 12%, bezieht sich auf 2020. Stammen tut das aus einem Input-Output-Modell, das heißt, das leitet sich ab aus dem Makromodell unserer Prognose, das ergeht bis Ende 2022, wo wir für heuer minus 7,2 prognostizieren für das reale BIP und für das Jahr 2021 ein Plus von 4,9. Unterstellt sind auch gewisse, ich sage jetzt einmal, gesundheitliche Meilensteine, wie zum Beispiel, dass es Mitte 2021 eine gesundheitliche Lösung gibt, im Sinne von einer Impfung oder eines Medikaments. Das braucht man, um berechnen zu können, dass die Wirtschaft dann wieder ungehindert hochfährt. Und da sieht man auch, dass eben diese stark Betroffenen oder einige Sektoren deutlich länger brauchen, um wieder hochzufahren und das Niveau zu erreichen, das sie vor Covid hatten, und andere das relativ schnell eigentlich jetzt schon fast haben. Ich greife jetzt einmal einen Sektor heraus, zum Beispiel den Bausektor. Der war zwar am Anfang schon betroffen, wir wissen, dass viele Baustellen geschlossen haben, aber viele Baufirmen haben relativ schnell eine Lösung gefunden und haben diese Baustellen wieder in Betrieb gesetzt. Und darum sieht man jetzt bei der Bauindustrie, dass die eigentlich im Moment schon fast wieder bei der Wertschöpfung ist, wieder vor.
Also diese Dinge liegen darunter, wenn es darum geht, diese Betroffenheit oder diesen Ausfall von Krediten dann längerfristig zu simulieren. Dankeschön. So, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, der Kollege von der Raiffeisen-Zeitung, glaube ich. Bitte sehr. Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Ritzberger-Grünwald. Wann erwarten Sie eigentlich, dass die Wirtschaft wieder die Vor-Covid-Prosa, insgesamt nicht Sektoren, sondern insgesamt wieder die Vor-Covid-Niveau erreicht? Ja, 2022, also am Ende unseres Prognosehorizonts, der läuft derzeit bis Ende 2022, sieht man, dass wir dann dort wieder angelangt sind, wo wir ohne Covid oder wo wir vor Covid gestartet sind. Und in dem Jahr schaffen wir das Vorjahresniveau überhaupt, oder? Weil Sie rechnen ja mit einem Jahresminus von 7,2%. Jetzt haben wir ja gesehen, im zweiten Quartal haben wir ja minus 14%. Also irgendwann müssen wir ja auch so zumindest das Vorjahresniveau schaffen. Also erstens einmal... Um auf die 7% zu kommen als Gesamt. Man muss sich vorstellen, dass dieses minus 7,2% sind sozusagen die Wertschöpfung über das gesamte Jahr, für Gesamtösterreich, für alle Sektoren. Die Zahlen der einzelnen Sektoren, die hier angeführt sind, die, wenn man die alle zusammennimmt, kommt man auf diese minus 7,2% für das heurige Jahr. Aber das zweite Quartal war ja minus 14. Das zweite Quartal war minus 14, das heißt, wenn ich aufs Gesamtjahr dann schaue, muss ich ja irgendwann einmal zumindest in die Nähe des Vorjahres kommen. Sonst habe ich ja, wenn das so weitergeht, in Q3 und Q4. Nein, also vielleicht kann man noch einmal auf die Slide von vorher gehen. Auf welches? Auf den wöchentlichen ÖNB-BIP-Indikator. Den. Ah, du klickst da. Ich klicke die ganze Zeit. Gell? Okay. Da sieht man sehr schön, wir kommen ja aus dem positiven Bereich, das ist diese rote Linie. Also das ist quasi das reale BIP wöchentlich. Ja, die rote Linie ist das reale BIP wöchentlich und da sieht man hier links oben, wir kommen aus dem positiven Bereich und wir nähern uns ja jetzt, diese BIP-Lücke wird ja immer kleiner. Ja? Mhm. Also so gesehen kommen Sie dann, sind die minus 14,6 fürs zweite Quartal zwar ein dramatisches Minus, aber davor und danach kommen wir deutlich höher und im Durchschnitt kommen wir dann auf die minus 7,2. Gut, Dankeschön. Damit haben wir alle Fragen beantwortet. Ich darf noch einmal danken, Frau Dr. Ritzberger, den Herren am Podium für die Präsentationen. Ich danke Ihnen fürs Kommen und schließe hiermit diese Pressekonferenz. Einen schönen Tag noch und halten Sie Abstand, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.